So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und zwar habe ich schon einiges jetzt offline gemacht. Oder gesagt, gestern habe ich das schon gemacht. Ich hatte ja die Koordinaten, gekauft hier für den Stick, für den zweiten hier, den dritten, den letzten Stick, den wir abgeben müssen. Hab dann hier das ganze Gebiet abgesucht nach diesem Zeug. Es war im Übrigen glaube ich nicht im Tresor, es war irgendeine Leiche. So. Und wie gesagt, das waren aber zu viel. Das waren ja nachher 10, 12 Dinger hier in der Stecke. So, zwei sind jetzt wieder dazugekommen. Die machen wir jetzt auch gleich so nebenbei mit. Okay. Und ja, das Problem ist, die Kohle wird knapp. Ich brauche unbedingt wieder Kohle. Deswegen muss ich noch ein paar Aufträge machen, weil ich will meine MP5 noch ein bisschen aufmotzen. Denn die benutze ich ja am Spielanfang schon ziemlich häufig. Okay, aber das braucht dann auch ein bisschen Geld. Okay. So, deswegen werden wir uns jetzt ich habe hier irgendwo noch einen Auftrag mit in der Lederjacke und die werde ich jetzt auch gleich holen. Ich bin ganz Ohr. Hallo Ohr. Die werde ich jetzt auch gleich holen. Und zwar lassen wir uns da zum abgebrannten Bauernhof gehen, bringen. Hoffentlich fängt jetzt, ich habe schon das dritte Mal angefangen, also schon zweimal Reset machen müssen. Und weil die Grafik rumgesponnen hat, total. Okay. Hoffentlich hält es jetzt mal die halbe, dreifache Stelle durch hier, wie ich jetzt hier aufnehme. So, hier ist auch gleich irgendwo ein Artefakt. Das habe ich jetzt auch schon dreimal eingesammelt, also das sammle ich jetzt auch wieder ein. So, wenn ich hier lang gehe, wäre ich auch nicht gegrillt, habe ich festgestellt. So ist es. Kommt zu Papa und wieder zurück hier. So, scheiße, doch nicht grillt, war die rein. Mann. Ach so, halt, ich muss da hier umstellen, das zeigt dann falsche Richtung an. Und ich kann auch gleich das Ding hier. Das ist zwar bloß ein Medipack, aber bringt hier alles Kohle oder Nutzen. So, kann man das also auch gleich holen. Was ist ein Grunzer, hä? Tot bist du, Grunzer. Ha, gibt sich heute zum Abendbrot. Naja. Das Lustige ist, vorhin ist der an mir vorbeigerammelt, wie, ja, keine Ahnung, wie vom Dings gestochen hier. Okay. Da habe ich mich noch gewundert, da habe ich mich rumgedreht, wollte schießen. Und da ist er wirklich wie ein Verrückter an mir vorbeigerammelt. Und jetzt hat er mich angegriffen. Das ist ja lustig, gell? Mal macht er so, mal macht er so. Halt, das Wasser will ich nicht. Hier gibt es einen kleinen Übergang, da kann ich rüberspringen. Ja, weil da läuft immer im Wasser so ewig langsam. Ja, bremst er immer voll ab. Und deswegen laufe ich auch so ungern durch diese Seite durch hier. So, muss hier auch mit dem Rucksack rumbürzeln. Halt, hier ist er. So. Alles nehmen, X. So, jetzt haben wir die Lederjacke, die bringt dann wieder so 1000 Rubel oder so. So, und das Versteck hier bei der Dings, bei der Station, hier bei der Pumpstation, das mache ich erstmal nicht. Das werde ich vielleicht vermutlich sogar überhaupt nicht machen, weil das haben sie so blöd gemacht, dass du wirklich fast nicht rankommst. Du musst da hochspringen und gleichzeitig drücken und ach, das ist ganz blöd, kann ich mich daran erinnern. Ich werde es mal versuchen, wenn ich gerade in der Nähe bin, aber ansonsten, wenn es nicht gleich klappt, werde ich es lassen. So, ich gehe jetzt zum Ortskundischen hier und lasse mich runterbringen, oder? Ne, ich lasse mich auch von denen in die Basis schnell bringen. Macht vielleicht mehr Sinn. Erstmal schnell in die Basis und dann von da aus wieder rauf zum Maschinenpark. Weil das Blöde ist, wenn du schon Aufträge angenommen hast, wo waren da jetzt, ach hier, waren die Brüder. Wenn du Aufträge schon angenommen hast, mehrere, da geben die dir auch keine mehr, was ja ziemlich blöd ist. Okay. Deswegen, oder vielleicht, guck mal, hier ist ein Offizier, vielleicht hat der ja sogar einen Auftrag, doch noch. Aber ich glaube es eher nicht. Kann ich da helfen? Zwei Medikits, na aber hier, kannst du doch hier sofort haben, hier, ich hab was du haben willst. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Nö, okay. Gleich wieder die Kohle einsortiert, einkassiert. So. Was gibt's?
du führst mich mal zur Basis, mein Freund. So, von da aus kann ich dann ja auch schneller, da muss ich auch nicht auf so lange rammeln. Da kann ich dann ja auch schneller zur Dings hin. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich jetzt wieder verkackeiern. Vorhin bei der Aufnahme stand ich dann hier, bei dem Kunde. Welcher war das? Nee, war das der? Nee. Ach, die verkackeiern mich jetzt gerade wieder hier. Ja, jetzt kuschelt er auch noch ein bisschen aneinander. Oh nee, diesmal hat es geklappt. Vorhin haben sie mich verkackeiert. Da stand ich hier 5 Minuten da und habe gewartet, bis der aufgehört hat, hier Gitarre zu spielen, der Kunde. So, das haben wir also auch erledigt. Da können wir auch gleich das Artefakt verkaufen hier beim Händler und können uns Belohnung abholen. Besucher? Willst du handeln? Ja, hast du was für mich? 2000. So, Handel ist Wandel. Schau mal vorbei, wenn du wieder in der Nähe bist. Hier hast du dein verkacktes Artefakt. Handel, so haben wir 3, 6. Ein Besucher? Ja, der leuchtet schon wieder so komisch hier. Das ist gar nicht so groß, was mit der Taschenlampe zu tun. Ich mir achte, zack, ist schon ist der Grafikfehler wieder da. Es ist zum Kotzen. Kann sein, dass ich die Aufnahme für heute, ja, hier leuchten schon wieder wie die Glühwürmchen. Also stimmt da schon wieder was nicht. Ja. Ich glaube, ich muss mal meine Grafikkarte sauber machen. Ja, bringt das jetzt noch was weiter zu machen? Das wird nämlich immer schlimmer. Gell? Jetzt ist das noch so ein bisschen erträglich. Okay. Aber das wird nachher mit der Zeit hin immer extremer. Okay. Naja, mal sehen, wie weit wir kommen. Was gibt's? So, alles, ja, alles können wir hier. Du wirst mal meine Flinte reparieren. Und dann motzt das Ding mal auf hier. Ich hatte mir vorhin ausgesucht, Genauigkeit, Flachheit. Flachheit, genau, hier, Genauigkeit. Zack. Zack. Dann hatte ich mir aber auch ausgesucht hier das hier. So. Das reparieren fehlt ja noch Rückstoß und also 50% Rückstoß. Wir die ganze Zone zu erzähl nicht so viel, Alter. Es fehlt ja noch 50% Rückstoß. So. Ja. Also, was mache ich jetzt? Mach ich jetzt weiter oder tue ich erstmal abspeichern? Und nochmal neu reinladen. Na gut, wenn es schlimmer wird, tue ich abspeichern und nochmal neu reinladen, wenn es zu extrem wird. Ja, vielleicht sind die Glühwürmchen hier. Und auch hier ist hier rechts hier so ein Grafikfehler. Also ich werde hier erstmal abspeichern. Machen wir mal ein Quicksave und beende mal die Aufnahme. Also bis gleich. So, im Video sind jetzt bloß ein paar Sekunden vergangen oder 1-2 Sekunden. In der Realität sind jetzt 12 Stunden vergangen und ich habe von den 12 Stunden habe ich jetzt 8 am Computer rumgebastelt, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Und ich hoffe, jetzt läuft das auch alles wieder. Ja, problematisch. Okay. Grafikkarte total verdreckt. Mehr Nikotin, Teer auf den Propellerflügeln wie alles andere. Und nachdem ich noch endlich die Grafikkarte wieder zum Laufen gekriegt habe, hat Soundkarte angefangen zu spinnen, gell? Aber ich lasse das halt mal, also das kaputte Stückchen vorne dran, oder das leicht angenagte Stückchen vorne dran, das lasse ich mal, damit ihr seht, also ich mache euch das nicht vor mit den technischen Problemen, ich habe hier öfters mal. Gell? So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen wollte. Sag schon, was du willst. Ja, das, ich weiß doch selbst nicht, was ich will, du Trottel, also halt meine Fresse und käme nicht auf den Sack, Mann. Sag, was du willst. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Kohle. Nee, geh mal her, was habe ich an Kohle? 200 Rubel. Die Flinte, die habe ich aufgemotzt. Ach, die wollte ich jetzt noch aufmotzen, bevor wir in Karten gehen. Also. Ich bin ganz Ohr. Ja, du Ohr. So, Maschinenpark, da gibt es eigentlich immer Kohle. Let's go. So. Bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt durchhält. Gut, laden sollte man die Hornische vielleicht, oder bitte? So, jetzt gehen wir mal hier, halt, die können wir gleich quatschen hier, was hast du? Helfen? Gut,
nicht geholfen werden. Hier kann man nicht mehr helfen. Ach nee, Moment mal. B, war da nicht noch irgendwo... Jetzt muss ich mal gucken. Ach nee, diese komische Lederjacke, die hat man ja schon geholt. Gut. Also X, helfen, Gegenstände. Was willst du denn haben? Patronen überbringen. X, ich glaube, die kannst du gleich haben. Hier hast du. Das war nämlich Pistolenmunition. So, nochmal helfen. Lager LKW. Los geht's, Alter. Komm hier. Das ist die richtige Richtung. Diskutiert nicht so viel rum, Freunde. Knall die Brüder ja ab. Hinrennen. Und so vorsichtig. Einfach zum Gelöfen, ne? Und? Tschüss, Baby! So schnell ist noch durch, Alter. Oh, das Gewitter macht einen Krach, Mann! Das Gewitter macht einen Krach hier. Oh ja. Bleibt nur mal ganz unruhig mit euren Angriff. Da kommt schon noch. Keine Angst zu haben. So. Nachgeladen haben wir. Jetzt zielt die Flinte natürlich auch ein bisschen besser, gell? Ach, die war aber noch nicht ganz aus. Ich glaube, da waren noch zwei Dinger, die man noch machen konnte bei der Flinte. Oder? Wir werden sehen. Ach, hier hinten werden wir uns nachher auch gleich Artefakt holen. Und zwar ist hier hinten nämlich so eine Elektroanomalie. Und da können wir da ein bisschen zuschlagen und können uns... Zigarette. Und können uns noch ein Elektroartefakt holen, so ein Elektroanomalie-Artefakt. Ja, ist jetzt nicht sicher, ich glaube 1000 oder 1500, mehr wird es nicht bringen. Okay. Aber ja, ich sag mal so, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Da kann man dann schon wieder ein bisschen was in der Basis ausgeben. Was sind denn die Bretermöhne hier? Ah, da hinten kommt sie gebatscht. Okay. So, warten wir bis sie hier vorne sind und dann haben wir Elef Maul. Wir gehen hier hinter den Reifen. Ah, komm, wir gehen hier hinter den Reifen. So. Was ist ein Alter? Komm her. Und vier sind. Ja, das ist blöd. Das ist ein. Jetzt. Hast du den Seife vorher noch, oder? Gut, dann noch ein bisschen. Wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen. Versprochen. Das ist schön von dir. So, was haben wir hier? Der hat noch was. Waffe? Hat er gleich wieder eingesteckt. Das war mal eine tolle Abwehrschlacht. Im Todeskampf die Waffe eingesteckt. Was? Wieso hat er nichts? 1, 2, 3. Ach, da hinten liegt noch einer. Da hat noch was. Oder fällt noch einer. Der eine hat gar nichts dabei gehabt. Auch keine Waffe. Ne, das ist ja sehr zwergwürdig. Merkwürdig, zwergwürdig. So. Die sind jetzt, ach so, Moment, kann ich den kleinen nochmal anquatschen hier? Den Rudi hier. Ach, die sind schon abgehauen. Und dann wundern sie sich. Und dann wundern sie sich, warum sie am Laufen dann von Main das Ding einnehmen müssen, die Trottel. So, okay. Natürlich auch mal zwischenspeichern, denn mit den Elektroanomalien ist echt nicht zu spaßen. Das ist ein bisschen nervig hier bei Clear Sky und bei Shadow of Chernobyl. Du musst immer erst die Waffe wegstecken oder die Pistole nehmen und dann kannst du erst, halt Quatsch, und dann kannst du erst auf den Detektor schalten. So, hier finden wir doch garantiert irgendwo so ein Dingsbums hier, so ein... Ah, da hinten ist eins. Einfach mal durchrennen. Ja, ja. Oh! Jetzt muss ich auf meine
Medipack nehmen. Das war jetzt ein bisschen Zerfälle. So, Elektroteil haben wir. Piep, piep macht's noch. Na sag mal, wohin renne ich denn? Ja, wo laufen sie denn? Oh. Wobei, da ist gerade keiner. Da könnte man eigentlich mal hingehen. Könnte man den noch mal die Hucke vollhauen. War ich eh lange nicht mehr dort. Oder überhaupt noch nicht jetzt hier in dem Spiel. Aber wie die Grafik scheint alles hinzuhauen, ist auszusehen. Toi, toi, toi. Da muss man sich ein bisschen picken. Da muss ich die Grafikkarte ausbauen. Und vom Lüfter die Flügel. Die sahen aus. Da waren 2 mm Teer drauf auf jeden Flügel. Ich habe da Hand drunter gehalten, normalerweise hackt es einen, der läuft so schnell und so, der ist so scharfkantig, da hackt es einen, wenn du da dran greifst, im Normalfall, da hackt es einen fast den Finger weg, weißt du? Und ich habe die Hand drunter gehalten, da hat er sich gerade mal noch so ein bisschen, hat er sich ein bisschen gedreht. Hammer. So, guck, da kann man auch gleich hier das Versteck plündern und die haben garantiert auch was in ihrer Kiste drin. Wo war denn das Versteck hier? Ach hier, also ein Stromkasten, glaube ich, genau. Ach Mann. Kommst du jetzt wieder rein? Ach Mann. Das ist wieder ein Haufen Umweg hier, Latsche. Hier hinten war das Teil, genau. Stromkasten und... Ah, wieder was zu verkaufen. Und, was machen wir hier mit? Da ist doch bestimmt Handgranate drin. So. Da plündern wir nämlich erstmal die Bude, solange hier noch keiner wieder da ist. Die spawnen hier auch wieder neu, die Brüder. Na, was ist denn hier? Gehst du rein oder gehst du nicht rein? Ah, Kastler. Was drin? Ja, ihr geistigen Hunde. Die was rein in eure Kisten. Ja. Oh, die Dinger bringen auch richtig gut Geld. Nur pro Flasche 50 oder 60 Rubel. So. Die haben doch aber auch irgendwo, genau, die haben doch hier hinten, ach Moment mal, hier ist noch was. Hier war noch eine Kiste. 2 Granaten, 3 Granaten. Ah, da haben wir doch was angenommen mit Granaten, hä? Oder? Ja, wir haben doch nicht viel drin, normalerweise haben sie da mehr drin. Die knalle ich eigentlich normalerweise immer ab, wenn ich dann von hier oben komme, aber da kommen wir ja noch nicht durch. Im Karton. Ja, hier ist nichts. Hier ist, ah, hier ist eine Kiste. Leider nichts drin. Der Pinkelbot, da ist auch nichts drin. So, hier steht noch einer rum. Mann, gebt mir all euer Geld, habe ich gesagt. Also her damit. Nee, hier ist nichts mehr. Was war das da oben? Ach, das war das blöde Schild. Ich denke jetzt, was ist denn das? Das hat so komisch golden, gelb, golden geleuchtet. Ja, was ist denn das? Hier noch was drin? Hier oben noch was? Da verstecken sie gerne mal solche, genau solche Dingskisteln hier, solche Kastel hier. Ah, danke. Mit Fluch. Da verstecken sie gerne mal solche Eisenkisten. Mann, das ist eine eigene Tonne hier. Wir sind doch hier nicht bei der Leichtathletik. Gehen wir mal ducken hier. Dann kommen wir dann rüber. Na komm, hab dich nicht so hier. Affisch. Genau, das will ich doch alles haben. Gebt mir all euer Gold. So, wie haben wir hier noch? Ich muss mal eine Zigarette ziehen, sonst fällt mir die Asche auf der Hand. Jetzt müsste ich auch alles hier geplündert haben. Also von diesem Zeug, was hier rumsteht. Oder? Hier vielleicht noch was drin? Ne, keine Probleme. Ja, ich brauche ja noch Kohle. Aber dass hier nicht viel drin, zu wenig drin war, wundert mich. Da ist normalerweise eigentlich immer richtig ordentlich Zeug drin. So, die hier haben wir auch. Im Keller hatten sie hier keinen, gell? Nee, das war hier
ohne Kissen. Ach nee, das war ja, ach nee, das war die Hütte, das war die eine Hütte im Kordon, die hier sind, da ist mit reingekommen, bis links im Keller hatte. Okay, machen wir uns hier vom Acker. Nee, nur mal die hier. Das ist doch auch ein bisschen Träne hier angelatscht, stimmt. Mal was haben wir, um oben schießen können. So. Da muss man sich mal ein bisschen dicke hier. Da kommen wir nicht durch. Ich überlege gerade. Na gut, wenn ich beim, wenn ich im Maschinenpark bin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Auftrag gekriegt habe, wo ich nachher abbrechen musste und musste das Stückchen Video nachher wegschmeißen. Ob das so ein Teil war oder ob da immer noch gültig ist. Muss ich erst mal gucken. Da wollte irgendeiner wollte drei Granaten haben. Und dann habe ich dann verschiedene Gegenstände. Ach doch, hier siehst du, verschiedene Gegenstände überbringen. Ich glaub, also das was ist, kann ich für dich tun? Ja, du kannst gar nicht tun, ich bin die Träume. So, ja, steht hier irgendwo, hier. Was gibt's, Docker? Der will Granaten von mir haben? Nee, das kann nicht sein. Hä? Verschiedene Gegenstände. Ja, ach nee, da will Dings haben, da will AK. Ach, also doch nicht. Verstehen wir noch irgendwo? Vielleicht war es ja auch woanders. Was will der haben? Da will auch Patronen haben. Und die Belohnung, 1100 Rubel wollen wir haben. Jetzt sind sie wieder da, guck mal. Und die ersten marschieren hier schon Richtung Maschinenpark, also Richtung Dings hier. Also war das doch in irgendein Stück, was ich dann weggeschmissen habe, weil total grafisch eine Zumutung war. Das wird ja dann immer auch gleich so schlimm, das wird ja dann auch immer gleich so schlimm, dass man, das bricht dann komplett zusammen, das Bild. Das ist dann, was willst du? Ich will dir helfen. Du bist ein Dremel, du willst dir nicht helfen lassen. Aber dann wieder rumbärmeln. Komm ich zum LKW. Scheiße, wohin gehen wir jetzt? Gehen wir mal. Ja, wir könnten ja bitte Trottelschießen machen. Wir könnten aber auch hier. Was ist denn das da unten eigentlich? Jetzt auf die Schnelle, wie hieß denn das eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Südlicher Bauernhof. Südlicher Bauernhof war hier, gell? Oh, ich sehe hier ist noch ein Versteck. Die haben wir irgendwie gekriegt, eine Versteckkoordinate, wo wir irgendeinen geplündert haben. Irgendeinen Banditen geplündert. Ach nee, Abtrünnige hießen sie ja hier. Den Abtrünnigen geplündert haben. Ne, da holen wir das Ding auch gleich mal. Mitten im Wasser. Mitten in dieser Siftbrühe hier. Schon wieder ins Mikrofon gekommen. Ach, was ist das für ein Bunker hier? Ach, guck hier, ne Dings hier. Eine PP1S. Aber die ist von der Genauigkeit her ist die Gülle. Aber viermal Schnaps, den kann man wieder verkaufen. So. Und jetzt gehen wir. Kann man hier noch irgendwo verstecken? Ich guck nochmal vorsichtshalber. Nee, sieht nicht so aus. Außer wie dieses blöde Ding hier, dieses Rohr hier bei der Dingsstation hier. Okay. Aber vielleicht können wir ja nochmal hingehen. Vielleicht will er ja jetzt mit uns sprechen hier zyklisch. Leute am LKW abknallen, bringt wieder 1000 Rubel. Ein bisschen Geld brauchen wir noch, deswegen müssen wir hier noch ein bisschen rumschleichen. Und was willst du? Ich will helfen dir. Ist ja genau das Bild. Männer, rückt aus! Das will ich mit dir machen. Ich gehe sogar vor und knall sie für euch, aber ihr braucht halt nicht mal was arbeiten, ihr Träne. So. Haben wir den Säcken eine von Wanst. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht ist dieser Abtrünnige plötzlich. Ja, doch mal, Mann. Also, das war schon ein andere.
machen, abfluchte Vogel. Drei Mann waren's. Okay. Kommt, regt euch da hinten nicht auf, ihr braucht gar nichts zu machen. Einsammeln, gib mir dein ganzes Gold. Oh, welche waren das jetzt? Wer war das jetzt, den wir gerade abgeknallt haben? Mann, räum doch mal die Leichen weg, das muss doch hier schon stinken wie die Pest. Ach ja, da war's. Diese Leichen liegen hier jetzt rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da liegen auch noch Zähne. Da unten liegen auch noch vier oder fünf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlimmer wie vom Friedhof hier. So. Unten bleiben und warten. Ja klar, unten bleiben und warten. Das wissen wir doch alles schon. Was haben wir hier noch? 205 Schuss haben wir noch. Ja, könnten wir wieder ein bisschen was kaufen. Kostet ja nicht viel beim Süsselow. Hier ist der Süsselow, hieß der doch, gell? Süsselow. Der Händler im Dings drin. Oh, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Allzu lange können wir den Part dann auch nicht mehr machen. Weil, wenn ich das andere Stück noch, das vorhergehende Stück noch dranhänge. Ja, vielleicht wird der Wörter halt vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich mache halt dann eh gleich weiter. Und nehme gleich weiter auf. Grafik haut auf jeden Fall hin. Klar, wenn die Grafikkarte wieder Luft gekriegt, dann haut das auch hin. Ach, da kommen sie, die kleinen Scheißer. Da sind sie doch schon, die kleinen Scheißer. Machen wir mal hier. Halt, so. Hinknien. Und... Warum muss ich jetzt denn? Oh, das ist noch mehr. Das sind 5 diesmal. Ja, komm, ich hab noch die Munition hier. Ab. Ja. Komm später in der Basis vorbei. Wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen. Versprochen. Abtrünniges Pack. So, wo sind die jetzt wieder alle? Ach Mann. Das ist ein bisschen nervig, dass nicht irgendwann mal die Leichen hier verschwinden. Ah, da ist noch hier. Zwei, hä? Nee, ist das einer oder das zwei? Ach nee, da liegt wie zur Hölle liegt denn der da? Ein B nach dort, ein B nach dort. Haben sie den in die Eier geschossen oder was noch einmal? Hier haben wir den schon, ja. Aber irgendwie vermisse ich noch einen. Na gut. Na gut. So. Wie viel kriegen wir jetzt? Was sagen sie? Belohnung. 2,4. Medikit und strahlungshemmende Mittel. Gut. Oh. Sie liegen hier. Was ist da? Da hat er seine Flinte verloren. Der Trottel. Und jetzt läuft er mit der Pistole rum. So ein Kasper. Kannst du das Ding nicht aufheben oder was? So, jetzt fragen wir hier nochmal, ob die irgendwas haben wollen. Was wir noch haben, Granaten oder so. Und dann lassen wir uns in die Basis bringen. Welcher ist es? Der hier, gell? Ich bin ganz ohr. Naja, die sieht scheiße aus, wenn du nur ohr bist. Nee, will nichts haben. Der da hinten will da vielleicht was noch was haben. Oder den noch. Komm, du. Müssen hin. Stehst du? Ich will auch gar nicht, auch nicht sagen. Ja, schon geeint. Okay. Haben wir vielleicht irgendwie AK-Munition gefunden? Zufälligerweise. Nee. Ach so, wir haben ja auch noch. Falsches Loch. Wir haben ja auch noch 300 von denen hier. Die geht ja auch für die Viper 5, gell? Die sind eh ein bisschen besser. Für diese. Ja, wobei gegen gepanzerte Ziele. Oh ja. Was gibt's, Docker? Was soll's schon geben? Es gibt für mich in Basis. Halt. Let's go. So. Gut, erst zum Händler.
Wollte auch mal den Trottel hier anquatschen, ob der hier gerade auch noch was haben will. Nee. Neues noch Söhne helfen. Was wolltest denn du haben? Nee, nichts. Da hinten ist noch einer, da wird auch schon irgendwas haben. Ach nee, das ist der Dings, das ist der Händler. Okay, wollte ich keiner was haben. Bist du zurück? Willst du handeln? Hast du was für mich? Ja, ich will auf jeden Fall handeln. Medikits 3024. Handel ist Wandel. Hier nehmen wir diese. Halt, Gott, eine brauchen wir ja noch hier. Sieht kacke aus. Welche ist noch die beste hier? Die sehen alle nicht mehr so frisch aus. Ja. Die hier war noch halbwegs, gell? Ja, noch die. Halt, wo ist denn hin? Leg dich doch mal hier her. Ach, das ist sogar schwer. So, die weg. Die weg. Die weg. Den ganzen Alt entleeren. Wird nochmal entleeren hier. Ach, das geht wieder nicht, wenn hier aus. Ach, oh, Mann. Müssen wir erstmal hier. Oder die mal mit Pistolen hoch. Die brauchen wir nicht zu entleeren. Das ist Quatsch. Pistolenmunition kriegen wir sowieso haufenweise. Das Ding will ich auch nicht haben. So, was haben wir hier noch? Die nochmal hoch. Kanal. Ach, hier. Artefaktisch. Was wird denn? Was gibt es denn? Ach ne, guck ich mach mal einzeln. Was will ich wissen, was uns da vergibt. So, was gibt es denn uns für das Artefakt? Nur 1,6 da wäschen, gell? 1,6. So, was haben wir hier? Diese Rotzmunition, die kannst du gleich haben. Pistolenmunition, das nicht. Ja, da ist er ja hier ganz schön geizig, gell? Da gibt er einen gerade mal 30 Rubel für so ein Strahlungsmittel hier, gell? Und auch hier für Verband und Zeug, gell? 20 für einen Verband und nur 30 für ein Medipack, gell? Will aber 300 Rubel haben, gell? Also wenn du es kaufst, der Kollege. Oh ja, er will 300 Rubel haben, da müsst vorher. So, da wäre es ja fast angebracht, wobei die kosten 50, die kosten 100, muss ich nicht. Ach nee, Moment mal, das ist ja Fora. Und das ist Viper 5. Ach ja, der andere Detektor, guck an. Nee, nehme ich nicht mit weiter. Habe ich das jetzt verkauft? Ja. Jetzt haben wir 5 haben wir. Verlassen. Gehen wir nochmal beim Wirt und tun da noch ein bisschen absahen. Oder wir quatschen erstmal ihn an. Кровосос, значит, всеми своими щупальцами обвязался и говорит довольно. Das ist egal, bei Hand ist es egal. So, was gibt denn der uns fürs Brot? 6 Rubel, ne danke. Und für Dings 15 Rubel für die Wurst. Und 30 Rubel für... Ничего. Was gibt er für Wodka? Ne, mit dir spreche ich nicht mehr, ich kann dich nicht leiden. Geh weg. Da gehen wir doch lieber bei den Colt. So. Der gibt uns 20 Rubel fürs Brot. Was war das jetzt? Geh weg, geh nochmal. 50 Rubel für die Wurst. Und 100 Rubel für dieses Frühstückszeug hier. Und was gibt uns für Wodka? Ich gebe auch 100. Ah, das lohnt sich. So. Zack. Und zack. Und zack. Das Gelümpel, da gibt er uns auch richtig Geld dafür. So. Ist klar. Das sind nochmal 1800 Rubel. Haha. Verlassen. Damit können wir auf jeden Fall unsere Viper ausmotzen. Können wir auf jeden Fall unsere Viper aufmotzen. Was gibt's? Ich repariere kaputte Geräte, nicht ihre Besitzer. So, 103 Rubel fürs Reparieren. Und dann könnten wir hier nochmal Rückstoß 20%. Ach so, hier hätten wir zwar 30%, aber dann hätten wir die Feuerrate gesenkt. Nö, dann lassen wir es nur beim Rückstoß. So. Die 9x8 Munition, nee, die will ich nicht haben. Mit dem vielen Klebeband hier können wir die ganze Zone zukleistern. So, habe ich noch ein bisschen Geld? Ach, 6000 haben wir noch. Was machen wir da? Das wäre dann Feuerrate.
Feuerrate, Feuerrate, und das wäre aber hier Flachheit, Genauigkeit. Ja, dann machen wir wieder das hier. Da will auch Geld haben. So. Dann machen wir halt die Strecke hier wieder lang. Wie haben wir das noch? Flachheit. Und das wäre hier, da müssen wir also hier weitermachen. Flachheit 50%. Also so, Flachheit 50%. Und das wäre dann hier unten noch. Rückstoß minus 10. Welche nehme ich jetzt noch? Möchte Flachheit? Ich nehme die Flachheit. So, Kohle wieder alle. Oder fast alle. Können wir noch irgendwas nach Höhe kommen? Verlassen. Doch, können wir. Moment. Super. Monatsbinden können wir noch verhökern hier. Können wir herhalten hier. Ach, da haben wir bloß, da haben wir bloß 50. Es gibt doch da 60. Überleg dir mal, 60. Und da gibt einen da drinnen 20, da sehe ich schon vorher. Haben wir mal 10 oder so. Hier, 5 von denen, da gibt es ja auch ein bisschen Geld. Ja, auf 1600 kommen wir trotzdem nicht. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, Пабло, есть? Он им, нету. Können wir noch die eine Flachheit noch machen. Was ging gleich da? So. Wenn du etwas anderes repariert haben willst, bist du hier willkommen. Moment mal, ich brauche jetzt das, das und das. Flachheit und jetzt Rückstoß, genau. So. Und dann kommt hier noch Genauigkeit nochmal 20, aber da will er ja schon wieder 2 Vierer haben. Da müssen wir also nochmal ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen Geld einnehmen. Bevor wir das machen können. So. Blöd, dass wir keine AK-Munition finden. So haben wir jetzt noch, jetzt brauchen wir nochmal, hier haben wir ja ein bisschen abgerechnet, jetzt brauchen wir nochmal, ob hier noch irgendjemand geholfen werden will. Welcher ist denn jetzt wieder der hier? Bist du das Moderator? Kann ich da helfen? Nee. Der ist, nee, halt, der ist der andere hier, komm mal her. Ja, das ist blöd, weil wir schon 2 Aufbrecher haben. Gegenstände, Schrotladung, die kannst du doch haben hier. Hier hast du, was du wolltest. Was bringt uns das? Da wird dich nicht, sicherlich nicht viel. Kann ich noch mal helfen? Nee, leider nicht. Jetzt noch mal zu den von denen. Oh, guck mal, die kuscheln gerade hier, die Brüder, ja. Okay, kann ich nicht helfen? Muss manchmal wirklich 5-mal zu den Leuten hingehen. Aber nichts zu machen. So, wie steht es denn jetzt? Okay. Ja. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt wieder hier ans Tor. Bei diesem Nerventod hier. Ja, ja. Alles klar, Alter. Also. Und beende den Part jetzt erstmal hier. Ich sage dann mal Tschüss weg, euer Sheridan.